Viele fragen mich immer wieder, warum hat Anakin eigentlich die Jünglinge in Episode 3 getötet? Da die letzte Theorie über Padme Amidalas Dooku bei euch ankam, stelle ich euch heute meine Theorie vor, warum Anakin die Jünglinge getötet hat. Für alle, die es noch nicht wissen, alle Abonnenten haben bis zum 20.07. die Chance, einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro zu gewinnen. Viele denken, Anakin hätte die Jünglinge getötet, weil Palpatine ihm sagte, dass jeder Jedi ab sofort ein Feind ist. Für uns Zuschauer scheint es so, als ob Anakin alle Jedi töten musste. In Wahrheit steckt aber viel mehr dahinter. Es gibt mehr als einen Grund, warum Anakin die Jünglinge getötet hat. Der erste Grund ist, es sind immer zwei. Palpatines Herrschaft basiert auf Darth Banes Regel der zwei. Palpatine wollte deswegen nicht, dass Anakin plötzlich mit 6 Jünglingen daherkommt und ihm mitteilt, dass er jetzt neue Freunde gefunden hat. Es wäre für Palpatine viel zu gefährlich gewesen, mehr als einen Schüler zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass seine Schüler ihn verraten würden, wäre extrem hoch. Der schlaggebende Punkt jedoch ist auch bei dieser Theorie Padme. Anakin tötete die Jünglinge für Padme. Das klingt erstmal ziemlich weit hergeholt und ziemlich absurd, aber Anakin wurde bewusst, dass er jedes machtsensitive Lebewesen, das eine Gefahr für Palpatine darstellen könnte, umbringen muss. Denn Palpatine machte Anakin klar, dass nur er Padme vor dem Tod bewahren kann. Deswegen musste Anakin auch die Jünglinge töten. Das ist meiner Meinung nach der plausibelste Grund. Palpatine wusste zudem genau, dass Anakin ein sensibler Mensch ist. Als Palpatine Anakin den Auftrag gab, mit der Klonarmee den Jedi-Tempel zu stürmen, wusste Palpatine genau, dass Anakin Jünglinge töten muss. Palpatine wusste auch, wenn Anakin Padme wirklich liebt, dass er die Jünglinge töten wird. Was aber auf jeden Fall feststeht, ist, dass Anakin danach endgültig der dunklen Seite und Palpatine verfallen ist.